schon so viel Schönes gehört vom Glauben, vom Handeln Gottes im Leben von zwei Menschen, von einem großen Blick, von kleinen Wundern, für die sich Gott auch nicht zu schade ist, alles dabei. Und doch wollen wir uns einmal heute auch nochmal auf eine biblische Geschichte einlassen, wollen gucken, was hat Gott vielleicht in seinem Wort auch für dich oder mich heute vorbereitet. Es gibt ja so Momente im Leben, ich bezeichne die gerne als Jetzt-Momente. Vielleicht hast du in der Erinnerung etwas, wo du sagst, ah, da war so ein Jetzt-Moment. Für mich sind das Momente, wo dir in einer Situation etwas sehr klar ist, was du jetzt machen sollst. Und merkst aber auch, in ein paar Sekunden ist diese Situation rum. Und entweder hast du reagiert oder nicht. Bei manchen ist das so, Liebe auf den ersten Blick, ja, und du siehst, oh, das muss ich jetzt machen, ja, da muss ich jetzt wen ansprechen, das ist ein Jetzt-Moment. Oder wenn du in einem Konfliktgespräch bist und gibst jetzt nicht dem nach, noch etwas zu sagen und noch einen draufzusetzen und zu sagen, jetzt ist der Moment, einmal zu schweigen, nichts zu sagen, stehen zu lassen. Jetzt-Momente im Leben, gar nicht so häufig, dass sie vorkommen. Manchmal merken wir sie erst rückblickend, dass wir sie wahrgenommen haben und wie wir sie wahrgenommen haben. Um so einen Jetzt-Moment geht es auch in dem Predigttext, den ich für heute rausgesucht habe. Ihr findet ihn in der Apostelgeschichte in Kapitel 2 und könnt ihn gleich von hier vorne mitverfolgen. Petrus hat gepredigt und eine Menge Leute haben ihm zugehört. Und jetzt geht unser Text ab Vers 37 los. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir denn tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ein Text, den wir in der Regel um Pfingsten rumlesen, oder? Ein Text, wo es um die Gründung der ersten Gemeinde geht. Und doch ist das ein Text für mich, der heute diesen Tag so wunderschön zusammenfasst. Gott ist unterwegs, Gott möchte ankommen, das ist das Thema von Advent. Hier kommt er an, und zwar in den Herzen von Menschen, die durch diese gute Botschaft des Evangeliums angesprochen sind. Und sie machen sich fest, indem sie sagen, ich nutze diesen Jetzt-Moment. Ich werde mich taufen lassen. Ihr nutzt heute einen Jetzt-Moment. Ja? Etwas, wo euch klar geworden ist, wie bei Elke, als sie sagte, ich gucke auf mein Leben und sehe das Wirken Gottes. Das wirst du ein paar Jahre vorher auch schon gemacht haben, da hast du es nicht wahrgenommen. Jetzt ist dieser Moment, wo du sagst, es ist da. Jetzt-Momente nutzen. Die Menschen, die die Predigt von Petrus gehört haben, die die gute Botschaft von Jesus Christus gehört haben, dass er gestorben und auferstanden ist, dass er dich lieb hat, dass er die Tür weit aufgemacht hat, weil er Gemeinschaft mit dir will. Das alles hat die Leute damals so angesprochen, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt was tun, was sollen wir tun? Und sie lassen sich taufen. Gott ist angekommen bei ihnen. Und auf dieses Ankommen Gottes warten wir ja im Advent. Nun vielleicht nicht mehr im wortwörtlichen Sinne, weil er ist ja bereits angekommen. Wir warten darauf, dass er irgendwann wiederkommt. Aber jetzt in diesem Advent, die meisten Menschen warten darauf, dass Gott irgendwo in ihnen gerade ankommt, dass es vielleicht mal ruhig wird oder dass es besinnlich wird oder, ja, ich weiß es nicht, dieser Wunsch, dieser Wille, diese Sehnsucht danach, ein besinnliches Adventsfest zu haben, dass Gott irgendwie eine Rolle in meinem Leben spielt und spürbar wird, die haben ganz viele Menschen.
ob sie nun eine intensive Beziehung zu Gott haben oder nicht. Wir warten im Advent auf diesen Moment des Ankommens. Wir sehen uns nach diesem Gefühl ohne Zweifel, dass Gott da ist und dass es gut mit uns meint. Und doch glaube ich, solche Jetzt-Momente erhaschen wir im Advent sehr selten. Zu zugepackt ist das alles mit Erwartungen, mit Gedanken, mit To-Do-Listen, wo du genau noch siehst, oh, und da muss ich mich noch drum kümmern und da und ja, dann der Klassiker, was gibt es zum Essen und wo fahren wir wann hin? Brauche ich euch nicht erzählen, habt ihr alle selber oft genug erlebt, vielleicht in diesem Jahr auch wieder. Wir sind im Gedankenkarussell unterwegs, viele Umdrehungen, ja, und wundern uns, weshalb wir nicht ankommen. Das Schöne für mich an der Weihnachtsbotschaft ist, es muss gar nicht so ruhig und besinnlich sein. Der Wunsch von uns ist da, natürlich. Eigentlich ist ja das ganze Jahr da, dass es mal ein bisschen ruhiger wird, oder? Aber Gott ist ja in eine Welt gekommen, wo es überhaupt nicht ruhig und harmonisch war, wo es überhaupt nicht besinnlich war. Das erste Weihnachtsfest war das Gegenteil von Besinnlichkeit. Wir schauen auf unsere Welt und sehen, wie unharmonisch das alles ist. Wir sehen, wo wir innerlich zerrüttet sind, wo wir vielleicht Streit haben in unseren Familien, in Beziehungen, die uns wichtig sind. Wir gucken über den Tellerrand und sehen die Krisenherde auf dieser Welt und denken, ja, das ist alles so das Gegenteil von Frieden. Da kann ja kein Advent sein. Advent ist ja Ruhe und Frieden und ich gucke da drauf und sehe das Gegenteil davon. Ich glaube, dass das eine Fehleinschätzung ist. Ich glaube, dieser Unfrieden, den wir erleben in uns selber oder den wir von außen auch sehen, und Advent passt hervorragend zusammen. Weil uns in dieser Advent eine Hoffnung neu geben wird und geben möchte, dass trotz all dieser Umstände ein Licht leuchtet, dass trotz all dieser Umstände Gott da ist und mitgeht auf diesem Weg. Vielleicht kriegen wir das manchmal nicht so zusammen und denken, Gott wäre immer nur dann gut da, wenn alles friedvoll ist und alles gut. Ich glaube, gerade in den Krisenzeiten erleben wir Gott viel intensiver als in den Momenten, wo alles gut ist. Und doch frage ich mich, wie kann ich das denn in diesem Jahr im Dezember einmal schaffen, dass Gott vielleicht doch wieder eine größere Rolle spielt. Dass er Raum in mir einnimmt, wo ich meinen Raum schon so vollgepackt habe. Raum schaffen tun wir in der Regel, indem wir aufräumen. Wer aufräumt, schafft etwas mehr Raum. Sortiert sich. Manche Sachen landen im Regal oder im Schrank wie die Bibel. Manche Sachen landen auch im Mülleimer. Und das kann ich doch auf mein Leben auch übertragen, zu sagen, wie räume ich denn in meinem Leben ein Stück weit auf, um Raum zu schaffen, dass da etwas ist für wen anders, mehr Platz. Ich glaube, Raum schaffen, das gelingt am meisten dort, wo wir uns aufs Wesentliche konzentrieren können, wo wir sortieren nach wichtig und unwichtig. Es ist blöderweise genau das, was uns häufig im Advent nicht gelingt. Aber es ist so wesentlich zu gucken, ist das denn so wichtig, diese ganzen Rahmenbedingungen, die wir so gerne haben? Jemand hat mal gesagt, Menschen sind wichtiger als Dinge. Vielleicht ist das ein guter Moment, auf sein Leben zu schauen und zu gucken, wo spiegelt sich das wieder? Wo nehme ich mir Raum für Beziehungen? Wo spreche ich vielleicht auch Dinge an, um sie zu klären? Sich Zeit füreinander zu nehmen, ist wahrscheinlich viel wichtiger, als die To-Do-Listen abzuarbeiten. Und dort, wo ich mich aufs Wesentliche konzentriere, da habe ich vielleicht auch wieder Raum geschafft für jemanden, der sagt, ich spreche dich gerne an, ich bin bei dir. Die ganze Zeit kriegst du vielleicht noch nicht mal mit, aber ich bin da. Vielleicht gelingt uns das über eine solche Raumschaffung, ihn wieder mehr wahrzunehmen. Gutes Leben ist abhängig von Beziehung.
ist nicht abhängig davon, was ich mir leisten kann oder nicht leisten kann. Gutes Leben ist abhängig von Beziehungen. Vielleicht gelingt es uns in diesem Jahr, einmal mehr darauf unseren Schwerpunkt zu legen. Nichts ist ja angenehmer, als dort, wo ich mich um Beziehungen gekümmert habe und merke, hier kann ich mich fallen lassen. Die Gemeinschaft tut gut. Das ist es ja, wonach wir uns auch sehen. Räume, in denen wir unsere Masken fallen lassen können, in denen wir wir sein können und nicht darauf achten müssen, wie habe ich das jetzt formuliert, wie habe ich das jetzt gesagt, was denkt die oder der andere jetzt von mir. Ich frage mich, ob wir in diesen Beziehungen auch solche Jetzt-Momente erwarten, ob wir sie da überhaupt vermuten. Oder ob wir sagen, naja, das läuft halt irgendwie. Ich wünsche uns, dass wir solche Jetzt-Momente auch in diesen vielen Beziehungen, in denen wir leben, in unseren Sozialgeflechten, mehr wieder entdecken und auf sie hören. Zu schauen, wo schaffe ich damit Klarheit, zu schauen, wo kann ich etwas genießen, weil es so ist, wie es ist. Wir brauchen diese Beziehung, wir brauchen diese Gemeinschaft. Und das ist es jetzt ja auch, was wir im Text gesehen haben in diesem zweiten Teil. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft, im Gebet. Das würde ich euch beiden gerne auch noch mitgeben, zu sagen, diese Nachfolge Jesu, ja, dieses Wachsen in meiner Christusbeziehung, das ist kein Einzelkämpfertum. Das ist etwas, was in Gemeinschaft gut stattfindet. Wir brauchen einander, auch da, wo wir uns vielleicht aneinander mal stoßen, damit wir weiter wachsen können und damit wir in unserer Christusbeziehung nach vorne kommen. Ich werde immer latent nervös, wenn jemand sagt, naja, Gemeinschaft und Gemeinde, das brauche ich alles nicht. Ich und mein Gott, ich und mein Glaube, das reicht schon. Ja, das sind gute Voraussetzungen, aber wirklich wachsen kannst du in dieser kleinen Gemeinschaft dann nicht. Du brauchst dein Gegenüber, weil Gott dir im Gegenüber begegnet. Das haben die ersten Christen erkannt. Das ist etwas, was wir mitnehmen können. Nimm dir Zeit zum Reden, nimm dir Zeit für Beziehung, nimm dir Zeit für Gemeinschaft. Bei all dem Stress, bei all dem, was noch zu tun ist, bewusst dort mal auf die Pausentaste zu drücken und zu sagen, jetzt mache ich etwas mit wem anders. Mach dich auf den Weg, wenn du innerlich merkst, jetzt in diesem Moment möchte Gott das von mir. Lass dich drauf ein und guck, was passiert. Gott klopft an meine Herzenstür und fragt, ob er hinein darf. Immer wieder. Ihr beide habt das in eurem Leben so erfahren, nicht in einem urplötzlichen Gefühl, sondern auf diesem Weg, den ihr gegangen seid. Ihr habt entdeckt, dass Gott schon lange diesen Weg mit euch gegangen ist. Die Menschen aus unserer Geschichte, aus der Apostelgeschichte, haben die Sache mit Gott vielleicht eher wie so einem Schlag aus heiterem Himmel empfunden. Aber Gott geht eben unterschiedliche Wege mit uns. Er freut sich in dem Moment, wo ich einen Erkennungsmoment oder einen Jetzt-Moment genossen habe und mich nicht verschlossen habe, sondern mich geöffnet habe für seine Botschaft. Gott spricht uns an, immer wieder, nicht nur im Advent, nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem Tag neu fragt er dich, lässt du mich in dein Leben? Ich würde dieses Leben gerne mit dir teilen. Ich wollte es, dass es dich gibt. Und ich sehne mich danach, dass du mich wahrnimmst und mich hineinlässt in die Räume deines Lebens. Aber, und das sagt Gott auch, ich werde keine Türen aufbrechen. Ich klopfe an und warte, dass du mir öffnest. Gott kommt bei dir an und klopft an deine Herzenstür. Und ich wünsche dir, dass du den Mut hast, sie zu öffnen und ihn hineinzulassen. Amen.